Hallo Ali, ich sitze da im Auto. Ich zähle mich jetzt zu den Frontaleinparkern. Peinlich, peinlich. Was man nicht alles nicht tut, wenn man faul ist. Also rückwärts einparken, meine ich. Egal. Ich filme heute für morgen, weil gestern ist vorige Woche. Das gehört dazu. Das ist toll, denn mir geht's gerade gut. Und wenn es mir mal gut geht, nach diversen Krisen der letzten zwei Tage ist eigentlich eh harmlos, oder? Bin ich wieder auf dem Dampfer. Also jetzt gerade. Ich habe gerade gut gegessen. Nicht zu viel, denn meine Frau hat gekocht. Und wenn meine Frau kocht, ist immer ein bisschen Gemüse dabei. Und da... Man muss ja nicht übertreiben mit den gesunden Sachen, gell? Sonst wird man ja zum Schluss gleich alt auch noch. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, und deshalb sitze ich jetzt im Auto. Es war ein spannender Tag gestern. Ich bin sehr frustriert schon aufgestanden wegen einem massiven Thema, WLAN-Thema. Da habe ich eine Info gekriegt, dass überhaupt nichts geht. Und dann habe ich heute in der Früh, wie soll ich sagen, sehr radikal, brutal und ohne Hemmungen Einstellungen verändert. So richtige Einstellungen verändert, ja. Die total widersinnig sind, ja, was überhaupt keinen Sinn macht, das zu verändern. Aber ich habe es gemacht. Und ich habe jetzt keine konkreten Rückmeldungen bekommen. Ah, mein Sohn war ja im Unterricht. Und vom Sohn habe ich eine Rückmeldung bekommen, die nicht so schlecht war, sage ich mal. Und meine Beobachtungen waren jetzt auch nicht so gravierend problematisch. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die aktuelle Situation ist. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Ich habe schon überlegt, den Router zu tauschen, sprich die Firewall. Hab schon mal geguckt, was die aktuelle Firewall kostet. 1199 kostet das aktuelle Modell der Firewall. Auch nicht ohne. Schafft aber 2,5 Gigabit. Na gut, nicht unser Thema. Mir geht's also gut. Dann habe ich heute, gestern, dann wollte ich da mein Thema weitermachen. Ich wollte weiter dokumentieren. Ist nicht gegangen. Warum ist es nicht gegangen zu dokumentieren? Weil das Telefon geläutet hat und schon sehr früh eine Kundin ziemlich verzweifelt: Herr Schmatz, die Kisten geht nicht. Und mit der Kisten hat sie den Hauptrechner gemeint. Und wenn der Hauptrechner mal beim Einschalten piep, piep, piep macht, das ist der Autofahrer so beschnackt, da ist ein Traktor gegenüber und er fährt gerade ohne Rücksicht auf Verluste. Der Traktor hat aber eine Heugabel vorne dran. Ja, hat sie gesagt, wenn der Rechner mal piep, piep, piep macht, nicht gut. Ich sag's mal so. Das Tolle ist, die Kundin hat geglaubt, das ist die USV. Denn die USV hat vor einem halben Jahr öfter mal piep, piep, piep gemacht und das war ganz spannend. Aber nein, es war nicht die USV, es war wirklich der Rechner. Naja, langes Hin und Her. Jedenfalls haben wir das Ding dann telefonisch dazu gebracht, wieder zu fahren. Und dann am Abend hat sie mir eine E-Mail geschrieben: Herr Schmatz, das geht noch immer. Da haben wir gedacht, fein. Greifen wir es mal nicht an, denn vielleicht stellen wir sie in den Weihnachtsferien um. Also 2 Wochen bis 10. Da machen wir noch auf Risiko. Daten sind nicht gefährdet, Spiegelung läuft, aber apropos Spiegelung. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem anderen Rechner. Ihr wisst, ich habe da diese Hauptrechnerkontrollen. Ich schaue bei meinen Firmenkunden, die das möchten, jedes Wochenende rein, ob es den Hauptrechner theoretisch gut geht. Ist sie praktisch? Weiß man es nie. Ja, es kann natürlich immer sein, dass dort schon die Rauchschwaden aufsteigen, aber wenn ich mal von der Ferne hinkomme und die Festplattenspiegelung läuft und keine augenscheinlichen Viren sind und keine roten Trojaner-Meldungen am Bildschirm am Desktop auftauchen, bin ich schon mal tiefenentspannt. Gut, und dieses Wochenende war es, also letztes Wochenende, war es so, dass ein Hauptrechner einfach mal so gesagt hat, nö, die Festplatte finde ich nimmer. Also Rechner mit Spiegelung, der kann unter Umständen, er muss nicht, aber er kann weiterlaufen. Und da kann man jetzt ehrlich dazu sagen, es ist von Vorteil, wenn du keine Windows-Festplattenspiegelung machst. Also Windows kann das selber, die konnten das ursuper, solange wir noch BIOS hatten, also solange es nicht dieses UEFI-Zeugs gegeben hat, hat Windows das ganz toll gemacht.
Da war auf der Festplatte einfach ein Bootsektor, von dem hat er gestartet. Und wenn du die Platten geklont hast, dann hat er den Bootsektor auf beide Platten geschrieben. Und wenn eine gestorben ist, hat er von der anderen gestartet. Jetzt mit UEFI gibt es ja keinen Bootsektor mehr. Stattdessen gibt es eine kleine Partition mit einer FAT32 drauf und von der startet die Uhr. Wenn du jetzt Windows anweist zu spiegeln, dann bist du schon schlecht dran. Weil wenn du nämlich die Bootplatten spiegelst, spiegelt er nur die Datenpartition, denn die EFI-Partition kannst du nicht spiegeln, weil die ja eine geschützte Systempartition ist. Also ich spiegel nur die zweite. Wenn du da nicht schon vorher eine EFI-Partition eingerichtet hast, bevor du spiegelst, kannst du im Worst-Case-Szenario nicht mehr von der Platte booten. Und zwar auch nie wieder. Ja, muss man auch dazu sagen. Also so nie wieder booten. Außer du hast viel Glück und viel Erfahrung auf der Kommandozeile. Ist schon lang, ich muss mal kurz unterbrechen. Beim Kreisverkehr muss man unterbrechen. Ja, und damit habe ich mich vor vielen Jahren mal beschäftigt, wie Windows 8 rausgekommen ist. Da war das erstmals Thema, denn Windows 8 hat bevorzugt von UEFI gestartet. Davor habe ich wenig damit zu tun gehabt. Und habe dann eine Anleitung, damals null Informationen im Internet darüber, was das überhaupt bedeutet, wieso und warum, ich überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen, wisst ihr. Windows 8 ist ja schon ewig her. Was war das? 2013 oder so? 2015 ist schon Windows 10 gekommen. Also 2013, 2011, 12, 13, da in der Gegend. 10 Jahre her! Über 10 Jahre. Da gibt es keine Straßenlaternen, drum ist so finster. Ja, habe mich damals damit beschäftigt, habe einerseits eine Dokumentation geschrieben, das ist selber scharf, Schritt für Schritt. Und zweiterseits habe ich ein Skript geschrieben, was du auf die neue Maschine knallst und ausführst, dass dir der die zweite Platte vorbereitet und dann schaltest erst die Spiegelung ein. Und dann hast du schon eine reservierte EFI-Partition, die du später mal, wenn der Rechner nicht mehr bootet, mit einem USB-Stick startest, die Startdateien umkopierst und dann rennt die Gurke. Das ist das umständlich bei einer Windows-Spiegel. Und das spricht dagegen. Es spricht nicht dagegen, wenn du jemanden hast, der sich auskennt, weil der kriegt es eh zum Rennen. Aber wenn du dich nicht auskennst, spricht es dagegen. Deshalb kann man sagen, ja, ist ja kein Problem. Dann nehme ich halt vom Mainboard-Hersteller mitgelieferten Chipsatz-Kollegen die eigene Spiegelungsgeschichte, das Soft Rate, wie man so schön sagt, das Soft Rate im Chipsatz. Und der Intel hat da so ganz tolle Sachen, die nennen das jetzt Opt-in. Früher haben sie das irgendwie Festplattenmanager oder so genannt. Und dann weiß Windows gar nicht, dass gespiegelt wird und das macht die Software. Das hat den Riesenvorteil, wenn jetzt eine Platte stirbt, so wie bei der Kundin, wo ich gerade hinfahre, wo das noch so läuft, aber nicht mehr lange, da wird auch demnächst eine Windows-Spiegelung laufen. Warum? Sage ich euch auch gleich. Dann merkt Windows das nicht und wenn die Gurke selbst neu startet, nimmt er heute eine Platte, die da ist und sagt, ja, hallo, ich nehme dich und fährt hoch. Nachteil ist, das merkt keiner. Das nicht geht, ich meine, das merkt bei der Windows-Spiegelung auch nicht, du machst mal die Hauptrechnerkontrolle. Aber wenn du jetzt glaubst, dass du mit so einem Software von einem Hersteller eine neue Platte reinhängst und die Spiegelung neu einrichtest, ist das nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Ja? Aber es ist verdammt gefährlich. Denn wenn du da klickst und sagst Spiegelung einrichten, und du lest die dreifach, vierfach verneinenden, unlogischen Fragen nicht richtig, dann spiegelt er dir die leere Platte auf die volle. Und dann ist alles aus, weil dann sind die Daten futsch. Diese Gefahr hast du bei einer Windows-Spiegelung nicht. Bei der Windows-Spiegelung gibt es das nicht, denn Windows ist so gescheit, dass es sagt, na Moment, mich löscht du nicht. Ja? Also Windows sagt, mich löscht du nicht. Das sagt die aktive Boot-Volume-Geschichte. Kannst du nicht löschen.
Außer du strengst dich sehr. Ja, wenn man sich sehr anstrengt, geht schon. Aber bei diesen Hersteller-Tools, da ist es so ein Klick, weil denen ist Windows wurscht. Die merken ja selber nicht, dass drauf rennen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich gerne die Windows-Spiegelungen habe. Die haben auch weiter den Vorteil, dass es für mich vom Aufrufen her wesentlich gemütlicher ist, als drei Kennwörter einzugeben. Denn bei der Windows-Spiegelung mache ich einen Rechtsklick am Papier am Arbeitsplatz, respektive dieser PC, sage Verwalten, dann klicke ich auf Datenträgermanagement und ich sehe es. Bei den eigenen Tools muss man immer dreimal das Administrationspasswort und in Domänen muss man dann nur die Domänennamen dazu schreiben und dann Backslash und dann Administrator und lauter so Scherze. Das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Zurück zum Thema. Ich fahre jetzt zu diesem Kunden, dieser Kundin, wie auch immer, der Kundschaft, der Kunde und hol mir die Gurke, wo die Platte eingegangen ist und die ist nicht lang gelaufen, sage ich mal ganz direkt, was ich auf die erhöhte Temperatur in dem Umfeld dort zurückführe. Und jetzt werden wir mal zwei Wochen so eine Testplatte reingeben, damit eine Spiegelung läuft. Währenddessen diskutiere ich mit dem Hersteller, wie es das gibt, dass das Ding nicht länger hält. Und dann bauen wir in den Weihnachtsferien SSDs ein. Oh, jetzt wird's, der Schmatz baut eine SSD ein, Spinner, er schimpft doch drüber, wie unsicher die sind. Ja, stimmt, tue ich. Tatsache ist aber, dass Windows so viel Klumpert schon auf die Platten schreibt, in so vielen unterschiedlichen Bereichen und Dateien, dass du mit einer mechanischen Festplatte in einem Hauptrechner nicht mehr klarkommst. Und ich habe jetzt, alle meine Kunden haben ja ein ähnliches System draußen, das wird schon teilweise echt zäh und deshalb habe ich ja schon vor 3 Monaten bei mir selbst in meinen Webserver auf SSDs umgerüstet. Ich habe damals im Vlog darüber geredet, es gab da einige Herausforderungen. Vor allem bei mir die Herausforderung, dass ich ja Echtzeit gebunden bin, weil ich ja den Webserver laufen habe. Beim normalen Kunden wird am Wochenende nicht gearbeitet, da kannst du am Wochenende die Maschine holen und das in Ruhe im Büro machen. Aber und auch so machen, dass wenn es nicht klappt, du die Originalgeschichte wieder zurückbringst, also dass keine Daten gefährdet sind. Und das habe ich jetzt in den Weihnachtsferien bei den einen oder anderen Kunden vor, sofern die mitspielen, mit der Einschränkung, dass ich keine SSDs kriege. Ich habe jetzt von einem Händler in Deutschland SSDs bestellt, damit ich dieses Netzwerk hier umstellen kann. Und jetzt muss ich erst schauen, ob die anderen irgendwie in der Lage sind, was zu liefern. Und das Problem ist, das ist dann wieder um ein Eck teuer. Das ist mein Leidensdruck, den ich gerade habe. Damit muss ich gerade kämpfen, dass er nur Einfahrten, so gibt es keine Parkplätze, die sind ja arg. Und so mache ich das. Das ist das große Konzept. Ja, damit habe ich euch was Schönes erzählt. Es ist einmal ein längerer Vlog geworden, das haben wir jetzt eh schon lange nicht gehabt. Und jetzt schauen wir uns noch den Adventkalender und die YouTube-Vorschläge an, oder? So machen wir das. 13.12. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Los geht's! Adventskalender. Herr Schmerz, zeig's her. 13. 13? Na komm, find's. Ein Jausentisch. Ein Jausentisch? Der Patentmarkting ist das, oder? Ein Verkaufsstandl. Was ist das? Jausentisch. Und der andere 13er, das ist aktuell jetzt für alle, die es nicht wissen. Ein Sitz. Ah, das ist der Sessel für den Schreibtisch. Ja. Da drum. Was? Ja, aber der Schreibtisch war doch vor 2 Jahren. Nein. Der war dieses Jahr. Ach, der Schreibtisch. Ist. Aber er steht am falschen. Du hast ganz schön lange. Du auch. Das geht ja viel besser als die Münze. Mhm. Wer hätte das gedacht, ein Plastikknobel? So Metalldinger, die wir schon kennen. Das passt zwar nicht ins Freie, wenn ich das so sagen darf, aber bitte. Ins wie bitte? Ins Freie, das spielt ja alles im Freien. Nein, das soll im Haus sein. Ja. Das müsst ihr aber Leuten mal erklären. Das verstehe ich ja nicht, dass das die Innenseite von Häusern ist. Ich dachte, das sind Terrassen oder so. Willst einmal filmen, verstehst? Und die Frau hat keine Sackerl aufgehängt.
Jetzt kann ich nichts tun. Also Agnes, das ist wirklich keine Option. Hallo. Nein, du, ich bin. Aber jetzt weiß ich, wo die Sackerl sind. Gehst du weg da? Nein. Daniel, geh raus. Spürt hier die Liebe. Schön, gell? Ah. Es wird bunt. Ja. Ah, ich habe gelernt, dass es geschossen ist. Ah, die Mutter habe. Hast den nicht zugemacht? Hallo? Besser. So. Ah, du hast einen Sacki. Das tägliche Sacki gibt mir heute. Geht's was? Sei frei, verrückt und glücklich, Glücksklee Apfelsine. Was ist das? Kneipp. Aroma Pflegedusche. Eine Dusche. Eine Dusche? Muss riechen. Muss sie aus. Ja, riecht wie diese Orangenbrausetabletten, die man früher ins Wasser geschmissen hat und dann getrunken. Wie hat das geheißen? Keine Ahnung. Das war so krass immer. Ich hab's geliebt, aber wegen einem Blubber, nicht wegen einem Geschmack. Mach. Außen. Achso, der Nina wollte zuschauen. Ja, der Nina wollte halt zuschauen. Ja, wer kommt nicht? Außen ist das Haus noch kahl. Mit Lichterketten und Geschick verzieren es die Elche hübsch. Ein zauberhafter Anblick. Ich bin auch kahl, aber mich verziert keiner. Ich finde das überhaupt nicht okay. Meine Dauerbridge ist fertig geworden und das Neue hat begonnen. Die Dauerbridge ist fertig. Die ist kleiner als der Weihnachtsbaum. Ja. Und da ist irgendwas anderes? Ja. Ich glaube, dass daher gehört, das ist die letzte Anleitung. Ich habe da aber ganz schön geschossen. Ja. Unglaublich, wie viele Teile die in so ein kleines Auto reinpacken. Ich film heute auch. Na ja. Und zwar bin ich gerade Richtung Küche unterwegs und da ist ein ausgesprochen irritierender Geruch. Es riecht nach Keksen kombiniert mit Raclette-Käse. Jetzt werden wir mal die Frau fragen, was geht hier vor, Frau Schmatz? Es geht hier vor, dass ich gleichzeitig Kekse backe und das Familienessen mache. Und zwar welche Kekse und welches Familienessen? Warum? Drinnen also ich finde es so brutal, wie du mit dem umgehst, ja, das ist... Im Rohr sind Schokostangen, kannst gerne reinschauen. Manchmal wünscht man sich eine Teigkugel zu sein. Die sind ja schon ganz. Da die blubbern ja vor Fett. Die blubbern. Bist du deppert? Die sind ja lebensgefährlich. Schau dir die an, wie die schäumen. Das ist ja nicht lustig. Ich habe die noch nicht gemacht. Wir probieren die jetzt gerade. Die schauen aus wie Schnecken, die man im Backrohr röstet. Das ist ja, der Nino brüllt. So, und was ist das? Das ist das Gemüse für den Gemüsekuchen. Und warum riecht es denn nach Raclette-Käse? Das weiß ich nicht. Was hast du denn reingegeben? Gemüse, Salz. Und? Punkt. Na, da ist ein Käse drin. Nein, na komm, das ist ja Käse. Da ist kein Käse drinnen. Warum stinkt der nach Raclette-Käse? Das weiß ich nicht. Warte mal. Ich stink nicht nach Raclette. Das stimmt, du stinkst wie immer gebügelt. Meine Frau riecht immer gebügelt. Na, da gibt es eigentlich nur eine Lösung, dass im Backrohr was Raclettiges ist. Nichts. Ah, es wird Zeit, dass das Jahr zu Ende geht, oder? Ja! YouTube-Vorschläge. Ja, der Mund ist voll, das gehört dazu. 15.20 Uhr am 13.12.2023. I designed a silly but semi-functional computer von Stand Up Math, Shure SM7DB Review von Podcast Age, Leiteknacker Pferd, Alteknacker Schmatz, Gold am Bike, Steinchenwerkstatt, Campus und Berchten von Hubert Niedermeyer, Dr. MBA, MBBABA, The Monthly Hall Problem von Ding, FX Bricks, welchen Test Teil 2? Es wird nicht viel besser. Unexpected Science from von Stand-Ups Math. Und natürlich selbstgemachter Lego Adventkalender vom Eigennacker, 143 Aufrufe. Na bitte! Jedes Element ein Teil.
Ja, ich habe was Süßes im Mund. Da liegt der Hund. Oh, das reimt sich. Ich habe was Süßes im Mund, da liegt der Hund. Und wir sehen uns morgen später, denn morgen, ihr wisst, ist die Streicheltherapie. Ja, ist so, wird super. In diesem Sinne, bis später.